Mittwochabend am Luisenforum in der Kirchgasse. Hier sollen mit hohem Aufwand nachträglich zwei Rolltreppen eingebaut werden. Doch von den üblichen Rolltreppen funktionieren doch alle. Die Lösung liegt auf der anderen Gebäudeseite in der Schwalbacher Straße. Doch wie sollen hier die beiden Rolltreppen ins Haus gelangen? Die Rolltreppe kommt ins Haus. Wir haben einmal die Fassade geöffnet und da eine Scheibe entnommen. Und die Rolltreppe wird dann mit zwei Krähen durch diese Fensteröffnung reingehoben. Warum wurde das nachträgliche Einbauen der Rolltreppen notwendig? Dass eine Verbindung zwischen den beiden Geschossen hier besteht für die Kunden, dass sie nicht über Treppenhaus oder Fahrstühle eben die Ebenen wechseln, sondern über die Fahrtreppenanlagen. Da die Geschäftsräume im zweiten und dritten Stock bisher nicht als gemeinsamer Geschäftsbereich angelegt waren, musste erst einmal die Decke durchstoßen werden. Ja, das ist ein ziemlich hoher Aufwand, weil eben nachträglich die Deckenausschnitte gemacht werden müssen. Das ist ein ziemlicher Aufwand eben, der einige Tage in Anspruch nimmt. Zentimeterweise wird der 11 Meter lange und 7 Tonnen schwere Treppenkoloss in den zweiten Stock gezogen. Wie lange wird an den Geschäftsräumen noch gebaut? Also die Eröffnung ist für etwa Mitte September geplant.